Ein herzliches Hallo von mir an euch. Cool, ein Clown, oder? Wir spielen Lori. Und wir sind die Obsession, weil ich Object of Obsession dabei habe. Weil wir die Adept Challenge versuchen. Ja. Es ist der Neue. Doch kein Clown. Ich geh mal weg. Wir versuchen die Adept Challenge. Das heißt, ich habe wieder mal nur 3 Talente dabei. Und Lori hat komische Talente. Wir haben da. Einziger Überlebender. Pro Totem Mate bekomme ich einen Zähler. Und wenn der Killer eine Aura-Wahrnehmungsfähigkeitsgeschichte dabei hat, kann er mich pro Zähler in einem gewissen Radius nicht sehen. Erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ziel der Besessenheit bin. Das zweite Talent von ihr ist Entscheidungsschlag. Ich denke, das kennen einige. Keller. Wenn ich vom Haken komme und wieder getunnelt werde innerhalb einer gewissen Zeit, kann ich einen Skillcheck treffen und komme von der Schulter runter. Entscheidungsschlag wurde kürzlich geändert. Und jetzt ist es so, dass ich quasi, wenn ich vom Haken komme, nichts machen darf. Außer mich in den Schrank stellen oder von einem Mate geheilt werden. Weil sonst erlischt dieses Perk. Also ich kann keinen Generator machen, kein Totem, kein Haken sabotieren. Ich kann nichts machen. Und das letzte Talent von ihr ist Objekt der Besessenheit. Das heißt, ich bin das Objekt der Besessenheit. Warum wird die so schnell verletzt? Ich bin Objekt der Besessenheit. In einem gewissen Radius sehe ich den Killer und er sieht mich. Punkt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das macht mich nun mal zum Objekt der Besessenheit. So. Ja. Deswegen gucke ich halt auch nicht in die Map-Mitte, wie ich das sonst mache, sondern ich schaue halt weg. Guck mich mal kurz um. Er ist nicht in meinem Umkreis. Da ist er. Er hat mich bestimmt gesehen. Ja, 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 ja. Er hat mich gesehen. Er kommt hierher. Lass abhauen. Er kommt nicht. Doch. Ich habe noch nie mit dem Talent gespielt. Und was ist das denn für ein dummes Perk? Was habe ich denn dann davon, wenn er mich auch sieht? Ist doch doof. So, wir gucken weg. Was ich nicht sehe, sieht er auch nicht. So kann man es tatsächlich ausdrücken. Wenn er sie trägt, können wir mal gucken, wo er ist. Da oben. Loris Talente sind wirklich seltsam. Oftmals ist es halt so, dass nur Spieler, die es halt richtig drauf haben, mit Object of Obsession spielen. Weil du dich halt ständig zeigst. Und da musst du halt auch gut weglaufen können, damit du von dem Talent was hast. Und das kann ich nicht. Und ich muss mit diesem Talent spielen, um die Adept Challenge zu schaffen. Ich guck nicht hin. Ersten Ausgang und da. Okay. Ich hab Angst. Können die anderen bitte die Tore aufmachen und ich stelle mich hier einfach in die Ecke und mach nichts mehr?
Okay, wir sind außerhalb des Radiuses. Radiuses? Ist das ein Wort? Wir sind nicht im Radius. So. Besseres Deutsch. Wir sind außerhalb des Radiuses. War ein bisschen blöd. Bitte lass mich rauskommen. Guck auch nicht hin. So ein Angsthase. Aber er hat keinen Nöt. Oder? Hey, cool! Wir haben die Adept Challenge mit Lori geschafft und was für eine kurze Runde war das bitte? Also die Runde ist ein bisschen zu kurz in meinen Augen. Wisst ihr, was ich mache? Normalerweise spiele ich Lori nackt. Wollen wir noch eine Runde nackte Lori hinten dran hängen? Will ich das? Ja, will ich. Weil die Runde ist viel zu kurz. Das heißt, wir sehen uns sofort wieder. So, wir gucken mal, wie das jetzt läuft. Ganz ohne Talente. Ohne, dass ich den Killer sehe oder er mich sieht. Das macht es viel angenehmer. Ach so, wir sind schon wieder hier. Das ist ja witzig. Wir haben einen Billy. Ist er dorthin? Er hat mich gar nicht gesehen. So, dort ist Lee dran. Tüftler. Jo. Tüftler. Ich habe eine Taschenlampe. Sie auch. Also wenn die dort weggehen würden, könnte ich sie aufheben. Er hat Verblüffen dabei. Mädel, wenn du fertig bist, dann kriech doch mal irgendwo hin. Mist. Waren hier gerade blaue Augen? Das sah gerade so aus, als ob der in der Scheck stand. Übrigens, irgendein Mate hat ein Offering geschmissen, dass die Luke an oder in der Scheck spawnt. Müssen wir uns merken. Vielleicht wird's wichtig. Schade. Ich dachte, vielleicht kommt sie hier an den Haken. Sicher? Ach so, Nancy ist auch da. Wir müssen aber jetzt mal Jens machen. Wir können ja nicht nur Sanitäter spielen.
Ich gehe mal drüben. Die andere Seite vom Haus. Wir machen sonst die Gents alle auf einer Seite. Das ist doof. Das ist halt richtig doof. Barbecue? Oder? Tschüssi, Billy. Tüftler, das ist halt richtig böse. Billy ist so schnell am anderen Ende der Map. Aber gegen Tüftler können wir nichts machen. Tüftler ist jetzt kein Totem-Perk, was wir kaputt machen können. Ich sehe dort links zwar im Gras einen Totem, aber es hilft uns auch nicht weiter. Entschuldigung. Er müsste jetzt das Tüftler-Signal auch bekommen haben. Jetzt liegt die andere gleich. Die blendet. Funktioniert nicht. So, geht die jetzt weg dort hinten, die Verletzte? Die jagen sich da. Das ist ja doof. Das war so doof von mir. Das war so doof von mir. Ich hätte sie einfach abhaken müssen. Ja, das war mein Fehler. Sehe ich ein. Mein Fehler. Sie steht im Schrank. Ich könnte mir vorstellen, sie wartet in der Shack, weil die Luke da spawnt. Da ist sie. Aber Billy ist halt auch direkt hinter. Er weiß, dass das Offering gedroppt wurde. Manchmal könnte man halt vielleicht Glück haben und der Killer bekommt es nicht mit. Aber er weiß es. Er ist direkt dorthin gegangen. Weil die Luke ist auch schon da. Er hat jetzt nur geguckt, wo genau sie ist wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass sie es schafft, mich zu retten. Weil er ist schon auch campy. Er geht jetzt hinten gucken. Nee. Wieder nicht. Ich dachte, er geht jetzt zur Luke. Wirklich, Billy? So wirklich, wirklich? Wow. So, und dann geht er nämlich hinter. Er geht hinter zur Shack. Es tut mir leid, Sarina. Ich hätte mich vielleicht einfach sterben lassen sollen. Dann hätte sie. Oh
Obwohl, er ist halt die ganze Zeit zwischen Shaq und mir hin und her. Ich bin gespannt, was das für ein Rang ist. Wobei... What?! Wir haben ja letztens erst gesehen, es gibt auch Rang 1 Freddys. Die campen. Ich kann mich nicht heilen. Sabrina! Hilfe! Oben die Kiste ist leer. Wir könnten im Keller... Wollen wir im Keller gucken gehen? Ist das clever? Da ist Shaq. Hedge. Nein! Nein! Wo sind jetzt hier noch Kisten? Wo könnten wir eventuell noch Loot finden? Noch eine Kiste? Mist. Im Haus könnte noch was sein. Aber dann könnte es sein, dass er mich auch hört. Ich habe keine andere Chance. Ich muss mich heilen. Ich bin so laut. Wirklich. Dann holen wir uns hier noch ein paar Punkte. Nein! Der jetzt getroffen hätte. Ich bleib hier hinten. Dann kriegt Sarina die Luke. Wobei ich wette, er würde mich hier liegen lassen. Er kam hier zurück. Nein! Ich hab's sogar... Sie ist hinten an der Shack. Okay, Sarina kommt raus. Immerhin. Was? Nein, bring mich doch nicht so weit hinter. Bleib trotzdem hier. Do whatever you want. Aber ich muss wiggeln, sonst trägt er mich bis sonst wo. Fährt dahinter. Das schafft sie nicht. Er ist eher an der Luke.
Ja, sonst wäre sie schon raus. Okay. Naja, okay. Aber wir haben die Adept Challenge geschafft. Das war nur eine Bonusrunde und die lief jetzt nicht so gut. Also ich verarsche euch nicht. Ich kann auch sterben, ja? Auch wenn es aktuell auf YouTube irgendwie anders aussieht und die Runden eigentlich immer ganz okay laufen. Aber manchmal hat man ein bisschen mehr Glück als an anderen Tagen. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund.